Also die Debatte ist insofern interessant, als dass einige Leute sich hier mal offen zu ihren eigentlichen Interessen äußern. Und das finde ich ist sehr finster. Wenn nämlich diejenigen, die Gasinfrastruktur auch noch ausbauen wollen, sagen nichts anderes aus, wie dass die nächsten 30, 40 Jahre verloren sind, in Richtung Klimaneutralität zu gehen und dass Frankfurt sein Ziel verpassen wird. Das scheint mir relativ klar zu sein. Das ist der Punkt 1. Da gibt es denn Vertreterinnen, die man nur so nebenbei noch abhandelt, neben der Regierungspolitik, wo es ja zumindest noch Mischungen gibt. Da gibt es dann die reaktionäre Linie der CDU, die einfach nur zurück in die Sicherheit der fossilen Wirtschaft will und gar nicht versteht, worum es eigentlich geht. Um es nochmal zu sagen, wenn die Klimakatastrophe erfolgreich bekämpft werden soll in den nächsten Jahrzehnten, muss es einen Ausstieg aus der gesamten fossilen Wirtschaft geben. Wir müssen weg, auch vom Gas, vom Erdgas. Da führt kein Weg dran vorbei. Und die Linken haben da eine ganz richtige Initiative ergriffen. Wenn heute hier Interessensvertreter, auch aus der SPD, ja, die Mainova ja immer sehr positiv darstellen, wenn die in dieser Art und Weise agieren, dann kommt bei mir sofort so der alte Filz-Gedanke hoch. Ja, Filz und Profit. Und das geht überhaupt nicht. Und hier damit zu kommen, gegen die Klimakatastrophe Arbeitnehmerinteressen zu stellen, finde ich einfach übel. Euch dahinter zu verstecken. Das ist wirklich antifortschrittlich, rückschrittlich. Ihr treibt es nicht voran in Richtung Klimakrisenbeherrschung. Die Mainova ist nicht Frankfurt. Was ich kritisiere an der Regierungspolitik ist, dass man Mainova machen lässt. Mainova mag auch Verdienste haben, bestimmt besser wie manche anderen Energieunternehmen, aber man sollte niemals einem Unternehmen, einem Monopolisten, eine ganze Region unterordnen. Die Stadt Frankfurt sollte die Kontrolle haben und nicht so ein Konzern. Das heißt, entweder sagt man, der Konzern wird kommunalisiert vollständig und die Kontrolle geht hier über das Parlament und wir können Eingriffe vornehmen in diese Politik, oder es gibt andere Mechanismen, die Regierung kann ja da kreativ sein, die CDU ist es ja nicht mehr. Da kann man nur hoffen, dass es in der Regierung da irgendwelche Kräfte gibt, die uns da voranbringen. Nochmal, die Mainova ist rückschrittlich. Wenn sie nicht mal aus diesem Lobbyverband rausgehen will, dann will sie fossile Wirtschaft weitermachen. Das muss gestoppt werden. Was wir brauchen in Frankfurt ist einerseits erneuerbare Energien. Windenergie ist in Frankfurt völlig unterentwickelt. Solarenergie ist unterentwickelt. Einer der Städte, die am wenigsten Solarenergie haben. Wir haben nichts zu bieten und dann wird ein Kohlekraftwerk umgebaut in ein Gaskraftwerk. Leute, ihr seht jetzt, was wir schon für Klimaveränderungen haben. Und das läuft weiter. Da redet keiner mehr von schnell. Da redet die SPD beim sozialen Wohnungsbau von schnell, macht das Gegenteil, schafft keine sozialen Wohnungen. Und hier wird gar nicht mehr von schnell geredet. Es ist doch nur noch ätzend. Was anderes fällt mir dazu nicht mehr ein. Die Mainova muss gestoppt werden. Die Macht der Mainova, das in Richtung Gasinfrastruktur voranzutreiben, muss gestoppt werden. Es kann nicht sein, dass ganz Frankfurt unter einem Netz von einer Infrastruktur, die eben auch wasserstoffgerecht ausgebaut wird, dass da viel Geld verbuddelt wird, das darf nicht sein. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich wiederhole es nochmal. Allein, dass die Mainova erklärt, ein Anschluss über den Alleenring, 20 Meter für Bürger für 100.000 Euro ist eine solche Unverschämtheit, weil diese Mainova auch noch im Namen der Stadt handelt. Da kann man nur sagen, der Mainova muss man alle Macht wegnehmen, die Macht in die Hände der Kommune und vorantreiben, wirklich die Zerstörung der fossilen Wirtschaft, den Aufbau einer fortschrittlichen Wirtschaft auf erneuerbarer Energiebasis. Wir brauchen die, auch wenn sie hier von der FDP und von anderen kaputt gemacht worden sind, wir brauchen große Wärmepumpen, die Quartiere heizen. Wir brauchen keine riesen Fernwärmeversorgung für ganz Frankfurt, quartiersgemäße Energieversorgung, Unabhängigkeit, keine Monopolisierung für ganz Frankfurt und die FDP am besten auf den Mond schießen. Danke.